Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit dem Asset der Stunde und zwar leider im negativen Sinne. Der Bitcoin hat erst eine heftige Watschen von Elon Musk bekommen, dann gab es noch eine Watschen jetzt aus China. Der Kryptomarkt ist heftig abgesoffen und jetzt ist die Frage, ist das das Ende des Bullenmarktes, sogar das Ende vielleicht des Bitcoins, ist das schon eingeläutet ein bisschen oder ist das jetzt die Mega-Chance zum Nachkaufen? Wir machen jetzt die große Analyse. Ja, der Bitcoin ist stark gefallen die letzten Tage, zum ersten Mal unter 40.000 Dollar seit 14 Wochen und jetzt wird manchen vielleicht mal klar, ja, was dieses To the Moon wirklich bedeutet. Es ist relativ bitter, was da jetzt in den letzten Tagen passiert ist. Ein richtiges Blutbad. Natürlich ist davor das alles stark gestiegen. Trotzdem, es wurden 280 Milliarden Dollar einfach mal weggeputzt. Ja, der Bitcoin die letzten Tage richtig unter Druck gekommen und das ist Wahnsinn, wie schnell sich da alles wenden kann. Wir schauen mal drauf. Natürlich der Mann, der in den letzten Tagen und Wochen da die Schlagzeilen dominiert hat. Ja, Elon Musk. Im April sah das noch alles recht sportlich, recht frisch aus. Und jetzt im Mai macht der Bitcoin gerade nicht mehr die beste Figur. Blenden wir mal kurz den Chart ein und da sieht man schon, der Absturz, ja, der ist schon deutlich. Wie gesagt, muss man immer dazu sagen, jetzt kommen natürlich wahrscheinlich die Kommentare, ja, ist ja davor um x-tausend Prozent gestiegen. Klar, das muss man immer berücksichtigen, da kommen wir gleich noch dazu, aber kurzfristig sieht das jetzt nicht so schön aus. Wir kommen noch gleich zu den Details, woran man sich da jetzt orientieren kann. Also wollen wir erst mal kurz drauf schauen, was da eigentlich passiert ist. Das haben sicherlich die meisten von euch mitbekommen, was Elon Musk da veranstaltet hat. Also das war eine richtige Watschen, nachdem er den Bitcoin ja vorher eigentlich mit hochgezogen hat und Dogecoin natürlich auch. Und jetzt schauen wir drauf, ja, jetzt ist das irgendwie alles ein bisschen nach hinten losgegangen. Jetzt muss er sich ein bisschen verstecken, denn da sind einige richtig wütend auf ihn, schlecht auf ihn zu sprechen. Auch noch Michael Burry, der hat jetzt auch noch Tesla geschortet oder auch schon länger. Wall Street Bets, die sind jetzt auch schon ein bisschen gekippt, das waren ja eher Fans, da sind auch schon einige sauer, aber mehr dazu am Samstag in Mission 5. Vor ein paar Wochen hat Elon ja eigentlich den Bitcoin noch wirklich to the moon geschickt, da hat Tesla dann die Zahlungen akzeptiert, da hat er ständig getwittert und ständig to the moon und da lief es auch noch richtig gut, aber am 12. Mai kam dann der Hammer. Wir können es hier nochmal einblenden, das ist jetzt original hier von Elons Twitter-Account von Tesla, dann hieß es auf einmal alles anders, Rolle rückwärts. Elon ist dann aufgefallen, dass Bitcoin doch momentan noch ein bisschen viel Strom verbraucht und dass das noch nicht alles aus erneuerbaren Energien kommt. Hier können wir auch noch mal zwei Tweets zeigen. Also da ist ihm das auch auf einmal aufgefallen, dass er das doch irgendwie nicht so ganz unterstützen kann. Und das hat den Bitcoin-Kurs natürlich richtig in den Keller geschickt. Das hat richtig wehgetan, aber als wäre das nicht schon genug. Jetzt gab es auch mal wieder schlechte Nachrichten aus China. Das hatten wir in den letzten Jahren ja immer schon wieder mal, dass gerade auch in asiatischen Ländern immer mal was verschärft wurde, reguliert wurde. Gut, Verbote waren natürlich auch schon mal immer wieder im Gespräch. Und jetzt kam mal wieder ein Hammer aus China, dass die chinesische Finanzindustrie da den Mitgliedern verboten hat, mit Kryptowährungen, da mit Bitcoin Geschäfte abzuwickeln. Und das hat natürlich auch nochmal schön die Reise nach unten verstärkt. Jetzt haben wir mal grundsätzlich geklärt, was da so los war und warum der Bitcoin jetzt gerade nicht mehr so total on fire ist. Jetzt wollen wir mal ein bisschen tiefer reingehen. Erstmal die Chart-Technik. Wir kommen gleich noch zu anderen Sachen, die euch weiterhelfen können. Blenden wir den Chart nochmal ein und da seht ihr jetzt schon, ja, das ist kurzfristig schon ein bitterer Absturz und das könnte hier schon wehtun. Also ihr seht jetzt hier, wenn es noch ein bisschen weiter runter geht, unten ist dann eine Unterstützungszone. Also es ist alles noch okay, also wir hoffen natürlich jetzt dann auch auf einen Rebound, aber wenn es jetzt hier unten durchrauscht, könnte es ein bisschen unangenehm werden. In dem Chart hat man das vielleicht noch nicht ganz so gut gesehen, deswegen packen wir jetzt mal hier Fibonacci aus und schauen uns das mal hier in TradingView ein bisschen genauer an. Wenn man sich das mal ja ganz rudimentär da einzeichnet, dann sieht man schon hier, was ich gerade angesprochen habe, ein bisschen, wenn es noch runter geht, hier wäre dann auch quasi ein Rebound möglich. Wenn es aber jetzt hier weiter runterfällt, ja, dann kann es natürlich mal ganz schnell runtergehen bis auf 30.000. Unter 30.000, klar, wenn es dann weiterfällt. Ja, das wollen wir uns jetzt noch nicht ausmalen, das ist noch ein weiter Weg dahin, aber ihr müsst euch schon klar machen, also das heißt jetzt nicht sofort by the dip, dann ist alles wieder gut, also das kann schon jetzt noch weiter ungemütlich werden und wenn es dann jetzt noch ein bisschen weiter runter geht, ja, dann kann auch schnell viel Luft nach unten sein. Und jetzt wollen wir das Ganze noch ein bisschen vertiefen, wollen schauen, was da gehen könnte oder wie schlimm es vielleicht wirklich ist. Und da haben wir uns jetzt einen Experten dazu geschaltet. Und zwar ist das der liebe Marian Kopocz, Kollege von Focus Money, Krypto-Experte und auch bekannt durch die Krypto-Artikel aus unserem Newsletter. Kann ich euch nur empfehlen, Leute, meldet euch kostenlos zu unserem Newsletter an, findet ihr unten. Marian, servus. Ja, hi Mario.
Grüß dich, freut mich sehr. Du warst schon mal bei der Mission Money, ist schon ein bisschen her, jetzt endlich mal wieder und jetzt mit deinem Leib- und Magenthema sozusagen Krypto. Also er ist wirklich so ein richtiger Aktenfresser, der liest ja wirklich alles, was es dazu gibt. Der kennt alle Charts rückwärts auswendig. Kannst du uns ein bisschen Hoffnung machen? Ja, auf jeden Fall. Im Moment ist es natürlich ein bisschen schwierig. Der Chart sieht natürlich nicht schön aus, weil jetzt seit gut einer Woche natürlich die ganzen Negativmeldungen auf den Bitcoin einprasseln. Angefangen von Elon Musk und Tesla, jetzt in China Verbot für Banken und Finanzdienstleister mit Kryptowährungen zu handeln. Das dann sieht dann natürlich immer sehr bedrohlich aus, weil dann ein großer Abverkauf stattfindet. Ich muss aber sagen, der Bitcoin hat jetzt heute Morgen Halt gefunden an der 200-Tage-Linie, die schon wichtig für ihn ist. Die ist jetzt heute ganz ungefähr irgendwie bei 39.800, sagen wir mal guten 40.000. Da sollte er jetzt vielleicht in den nächsten Tagen mal Halt finden und auch erstmal drüber bleiben. Dann sieht es alles halb so wild aus. Denn was ist passiert? Der Bitcoin hat jetzt in seinem Bullenmarkt um 40% korrigiert von diesen roundabout 65.000. Und wenn man sich vorherige Bullenmärkte anguckt, zum Beispiel 2017, da hat er mehrmals zwischen 30% und 40% korrigiert. Also Stand heute, er sieht nicht so schön aus, aber es ist jetzt nichts Überdramatisches passiert im historischen Vergleich. Jetzt ist die Frage, wir haben gerade schon drauf geblickt, also es sieht charttechnisch jetzt nicht ganz so toll aus, ist natürlich klar, wenn jetzt dann der Rebound vielleicht kommt, wenn es wieder nach oben geht, kann natürlich passieren, kann aber natürlich auch nach unten durchrutschen. Wo orientierst du dich denn jetzt und was sind so, sag ich mal, deine Szenarien? Also Best Case, klar, schnelle Erholung, was wäre jetzt so der Worst Case und wie weit kann es dann runtergehen und worauf schaust du jetzt? Okay, also die erste schlechte Nachricht in dem Sinne, sonst schaut man im Bullenmarkt immer auf die 20-Wochen-Linie, entweder die Exponential 20-Wochen-Linie oder die halt die normale, die liegen so zwischen 46.000 und 49.000 Dollar, da ist er jetzt erstmal durchgerasselt, so. Die Woche ist ja noch nicht vorbei, geht noch bis Sonntag Mitternacht. Er kann sich noch erholen. Bleiben wir da drunter, klar, dann sieht es erstmal nicht so schön aus. Dann sind jetzt wirklich die Marken die 200-Tage-Linie bei diesen angesprochenen ungefähr 40.000 Dollar. Wenn er die nicht hält, da habe ich jetzt noch kein ganz genau ausgearbeitetes Kursziel. Dann geht es aber wahrscheinlich in den niedrigen 30.000er erst nochmal rein. Unter 30.000 kann ich mir Stand jetzt nicht vorstellen. Also dafür müsste jetzt dann nochmal alles zusammenkommen, dass Tesla sagt, wir verkaufen jetzt alles. Und MicroStrategy sagt auch wieder, ach, wir verkaufen jetzt auch und so. Aber das wäre mir dann doch zu überdramatisch. Denn was ist jetzt passiert? Wir haben jetzt Bitcoin praktisch mit einem großen Rabatt. Es gibt Bitcoin gerade mit einem Rabatt von 40%. Nicht risikolos, keine Frage, kann auch ein bisschen runtergehen. Aber oftmals ermöglicht das jetzt ja Marktteilnehmern, die noch nicht so lange drin sind, die sich überlegt haben, okay, wir kaufen Bitcoin mal oder die jetzt noch aufstocken wollen, die aber halt nicht beim lokalen Hoch um 60.000 kaufen wollten, weil danach alle sagen, ja, warum habt ihr denn da oben gekauft? Das eröffnet jetzt natürlich die Chancen, dass die jetzt reinkommen können in den Markt. Und das wird sich jetzt natürlich erst in den nächsten Tagen und Wochen zeigen. Jetzt ist gerade natürlich ein bisschen Panik angesagt, sieht man auch am Fear and Greed Index. Jetzt ist gerade Panik, jetzt ist gerade die Angst da. Da muss man sagen, beim Bitcoin muss man immer so ein bisschen antizyklisch handeln. Jetzt ist Angst da. Vielleicht eignet es sich jetzt, ein bisschen reinzugehen. Worauf schaust du noch? Also es gibt ja diese bekannte Stock-to-Flow-Ratio. Ist demnach jetzt der Bitcoin günstig oder ist das jetzt vielleicht nur eine Illusion? Er ist zwar stark gefallen, aber könnte er trotzdem noch überbewertet sein? Genau, wie du gesagt hast, es ist sehr schwierig beim Bitcoin zu sagen, wann ist er teuer, wann ist er fair. Es gibt ja keine Gewinne. Man muss halt, es ist Angebot und Nachfrage, ganz klassisch. Aber da hilft diese Stock-to-Flow-Ratio, die habt ihr, glaube ich, auch schon öfters erwähnt. Da sind verschiedene Experten, die da drauf schauen. Und die sagt ja ungefähr für diesen Marktzyklus, also seit dem Halving, was wir im letzten Jahr im Mai 2020 hatten, bis zum nächsten Halving, was vermutlich Anfang 2024 stattfindet, ist der faire Bitcoin-Kurs zwischen 100.000 Dollar und 120.000 Dollar. Da springt der natürlich nicht sofort nach dem Halving hin, das ist ja klar, sondern ja, er nähert sich diesem Kurs an. Und von daher kann man sagen, okay, wir sind jetzt heute bei 40.000 Dollar. Ziel für diesen Kurs, für diesen Marktzyklus sind 100.000 bis 120.000. In der Vergangenheit ist er auch immer über dieses Ziel drüber geschossen. Also kann man schon sagen, ja, Bitcoin ist auf keinen Fall jetzt viel, viel zu teuer. Und dann gibt es natürlich verschiedene Anbieter, die so Pfade berechnen sozusagen, weil also wie schnell nähert der Bitcoin sich ja diesen 100.000 Dollar an? Da nehmen die oft von dieser Stock-to-Flow-Ratio, die man ja täglich berechnen kann, halt so gleitende Durchschnitte. Und da kann man sagen, er ist eher günstig im Moment.
Also es gibt verschiedene Anbieter, die jetzt sagen, okay, der faire Preis aktuell liegt so zwischen 50.000, 55.000 Dollar und mit 40.000 Dollar sind wir da jetzt im Moment drunter. Von daher, es ist jetzt eine ruppige Phase, das kann auch noch ein bisschen länger so dauern. Das ist auf jeden Fall eine Sache, auf die man schauen kann. Und interessant sind ja auch die verschiedenen Marktzyklen. Und was sagen die? Man sagt ja immer von Halving. Also von einem Halving 4 Jahre dauert dann ein Marktzyklus. Man kann es auch von Top zu Top oder von Bottom zu Bottom berechnen, aber diese Halvings sind ja immer sehr aussagekräftig. Danach geht es ja meistens los. Und wenn man sich jetzt diesen Marktzyklus anschaut, wo wir jetzt seit 2020 drin sind, zeigt der totale Ähnlichkeit zu dem von 2013. Also man darf da nicht zu viel drauf geben. Natürlich wird es nicht genauso wie 2013 laufen, weil dann wäre es ja viel zu einfach und jetzt jeder ist dann morgen Millionär. Das natürlich nicht, aber es gibt gewisse Ähnlichkeiten. Das kann man auf dem Monatschart gut sehen. Da gab es dann nämlich 6 grüne Monatskerzen 2013 und dann gab es eine Korrektur. Und jetzt gab es halt auch 6 grüne Monatskerzen, eine kleine Korrektur im April, gefolgt von einem jetzt schlechten Monat. Und so war es 2013 auch. Da redet man von einem Double Top Cycle sozusagen. Also es gibt nicht wie 2017, wo man sich langsam halt dem Hoch angenähert hat, sondern es schießt hoch, korrigiert, schießt hoch. Sowas könnte jetzt folgen. Da sprechen manche Experten schon länger von, dass es so einen Zyklus geben kann. Und jetzt ist natürlich einfacher zu sagen, jetzt im Nachhinein, ja, sieht tatsächlich so aus. Also jetzt ein bisschen schwächerer Sommer, Herbst, Winter, Anfang 2022 nochmal wahrscheinlich einen deutlich stärkeren Anstieg. Marian, herzlichen Dank dir. Da glaube ich, haben jetzt die Chart-Fans und Krypto-Fans einiges an die Hand bekommen. Danke dir. Ja, danke dir. So, jetzt haben wir, glaube ich, einiges euch gerade bereitgestellt. Also viel Material, wo ihr euch vielleicht auch selber noch mal ein bisschen damit beschäftigen könnt. Wir kommen gleich auch zum Fazit und wie ich jetzt damit umgehe. Ich bin ja auch selber investiert. Aber jetzt noch mal ein Trick, den man immer anwenden kann und den wahrscheinlich viele von euch auch für richtig halten. Und zwar, when in doubt, zoom out. Jetzt schauen wir uns mal den ganz langfristigen Bitcoin-Chart an. Und da sieht man trotzdem, wie heftig dieser Absturz ist. Aber wir sind natürlich vorher auch irre hochgelaufen, also das ist gigantisch. Und wenn man das Ganze jetzt mal mit der ganz langfristigen Brille betrachtet, ja gut, dann ging es halt jetzt mal 30, 40% runter. Aber wenn man von Bitcoin überzeugt ist, ja, dann wird es wahrscheinlich jetzt nicht das Ende des Bitcoin sein, nur weil er zwischenzeitlich mal 30, 40% fällt, was er halt wirklich schon sehr oft gemacht hat. Und jetzt schauen wir nochmal kurz auf den Fear and Greed Index. Über den hatten wir ja auch gerade schon gesprochen, ist schon angeklungen. Blenden wir mal ein, ganz konkret. Also extreme Furcht momentan. Da geht natürlich auch noch ein bisschen was nach unten. Also 23, da ist noch ein bisschen Platz bis zur Null. Aber man muss sich natürlich schon klar machen, es ist jetzt gerade schon ein ganz schönes Blutbad und man kann sich natürlich schon mal Gedanken machen, ob man jetzt, gerade wenn ihr vielleicht noch gar nicht drin seid und schon lange rein wollt, ob man jetzt schon mal die ersten Positionen natürlich aufbaut. Und jetzt kommt es halt einfach drauf an. Also sozusagen jetzt mein Rat für euch oder was ich mache, hängt natürlich ganz stark davon ab, wie ihr jetzt aufgestellt seid. Also ich bin investiert bei Bitcoin und ich habe auch ein bisschen Ether, Ethereum, weil ich das ganz spannend finde, natürlich auch mit NFT und den Smart Contracts und Co. Aber ich habe schon mehr Bitcoin und das soll auch dann jetzt so bleiben. Also ich kaufe jetzt nicht nach, auch wenn das natürlich eine Chance ist. Ich bin ja jetzt auch nicht bei 60.000 rein. Ich bin ja schon länger dabei, habe da auch Gewinne und das ist mir jetzt wurscht. Also für mich ist das jetzt klassisch Buy and Hold. Mir ist das jetzt auch wurscht, ob das jetzt vielleicht ein halbes Jahr durchhängt oder nur 2 Wochen. Das ist mir jetzt egal. Aber jetzt kommt das große Aber. Ich habe es ja gerade schon angesprochen. Wenn ihr vielleicht noch gar nicht drin seid, ja, dann kann man sich jetzt natürlich schon mal Gedanken machen, ob man vielleicht mal reingeht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Geld habt ihr zur Verfügung? Wenn ihr jetzt einmal 10.000 Euro reinstecken wollt, dann weiß ich jetzt nicht, ob es vielleicht schlau ist, gleich die 10.000 reinzustecken. Denn kurzfristig betrachtet, haben wir gerade gesehen, kann es schon noch ordentlich nach unten gehen. Also vielleicht sich erstmal ein bisschen reintasten, vielleicht mal mit 2.000, 3.000 rein. Also dieses klassische Pyramidisieren, dass man einfach Pulver noch hat, wenn es jetzt weiter nach unten fällt. Denn das kann man auf jeden Fall nicht ausschließen. Wenn ihr jetzt ganz langfristig orientiert seid und sagt, ja, ich bin vom Bitcoin felsenfest überzeugt, ich will da jetzt einfach einen gewissen Betrag reinpacken und das dann 5 oder 10 Jahre
liegen lassen. Ja klar, dann kann man sich jetzt natürlich Gedanken machen, dass man da jetzt reingeht. Wie gesagt, dann muss man halt vielleicht die nächsten Wochen vielleicht einfach mal auf die News verzichten, denn da kann er natürlich schnell nochmal dann die Hälfte davon weg sein. Das kann schnell gehen. Aber wie gesagt, das müsst ihr jetzt für euch entscheiden, ob ihr da jetzt eher kurzfristig orientiert seid, ob ihr traden wollt, ob ihr das als Langfristinvestment seht. Also das hängt natürlich stark von eurer Perspektive ab. Aber jetzt kommt noch das große Aber und jetzt will ich noch ein bisschen in die Suppe spucken, denn das war natürlich in den letzten Monaten schon total euphorisch. Ich habe mich auch gefreut, aber ich muss ehrlich sagen, der Bitcoin macht bei mir natürlich nur eine ganz, ganz kleine Position aus. Und ich finde das auch immer dann ein bisschen schwierig, wenn der Bitcoin dann fällt, dann kommen alle immer ums Eck und sagen, oh, das kommt jetzt davon, wenn man zockt und das ist doch alles nichts wert. Das ist alles sehr, sehr komplex und das ist schwer zu beurteilen. Und was jetzt der Bitcoin wirklich wert ist, ja, weiß ich auch nicht und das weiß keiner so genau. Aber ich glaube schon, wie gesagt, das Chance-Risiko-Verhältnis rechtfertigt durchaus eine ganz kleine Position. Aber ihr müsst euch natürlich schon klar machen, wie riskant das Ganze ist. Das heißt nicht, dass es schlecht ist und das heißt auch nicht, dass der Bitcoin ganz groß werden kann. Aber das Risiko ist gigantisch. Und jetzt stellt euch das mal vor, also wenn ein Elon Musk quasi eine Asset-Klasse schon mit ein paar Tweets schon halb ruinieren kann, und wenn dann in China jetzt nur mal ja, wieder so eine kleine Regulierung kommt, dann stellt euch mal vor, was da passiert, wenn wirklich mal ein Verbot angegangen wird. Wir haben ja da vor ein paar Wochen ein Interview gemacht mit dem Professor Hens. Das hat ja auch große Wellen geschlagen, der gesagt hat, ja, je erfolgreicher der Bitcoin wird, desto wahrscheinlicher ist ein Verbot. Und viele sagen dann, ja, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, konnte man sich vor 3 Wochen vorstellen, dass Elon Musk einfach sagt, ach, ich finde Bitcoin jetzt doch nicht toll und dass der dann absäuft. Also man muss da mit allem rechnen und es ist einfach nach wie vor hochriskant. Und auch dieser Umweltaspekt, den muss man auch noch auf dem Schirm haben, das ist natürlich auch kompliziert. Natürlich wird da auch mehr erneuerbare Energie eingesetzt, aber der Zeitgeist ist natürlich klar auf Nachhaltigkeit gesetzt. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch hier wieder ein Zitat von Sven Giegold von den Grünen, der sagt, solange Kryptowährungen kleine Sandkastenspiele waren, braucht es keine Regulierung. Man muss innovativen Technologien Raum zur Entfaltung geben, aber wenn etwas in einer Größenordnung ökologisch schädlich wird, wie es das Schürfen von Kryptowährungen wie dem Bitcoin geworden ist, dann muss man eingreifen. Also da gibt es schon sehr, sehr viele Risiken. Da gibt es sehr viele Risiken, was die Regulierung, Besteuerung und was weiß ich betrifft. Also das müsst ihr einfach auf dem Schirm haben. Und auch wenn man den Bitcoin noch so toll findet, es ist trotzdem nach wie vor hoch riskant. Und jetzt, Leute, sind wir auch schon am Ende angekommen von diesem Video. Jetzt bin ich sehr gespannt auf euer Feedback. Sagt ihr so, das war's jetzt, ich bin jetzt raus, ich glaube jetzt da nicht mehr dran. Oder sagt ihr, komm Leute, ist doch alles Bullshit. Das ist jetzt die Mega-Chance, da endlich nochmal billig reinzukommen, bevor es jetzt dann auf die $100,000 geht und dann endgültig doch to the moon. Also schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Und jetzt sind wir raus. Danke fürs Zuschauen. Gebt uns gerne einen Like nach oben und auch den Newsletter nicht vergessen. Der ist kostenlos. Unbedingt abonnieren. Matze ist dann der glücklichste Mensch. Der begrüßt wirklich jeden persönlich per Handschlag und kommt bei euch vorbei, wenn ihr abonniert. Also macht Matze glücklich. Er muss jetzt auch lachen, aber er ist sehr glücklich. Das kann ich euch versprechen. Also macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen jetzt raus. Ciao.